kleinen Powerstations, noch ein paar PV-Module. Da werde ich auch schon veralbert online, weil mein Haus jetzt mit PV-Modulen ein bisschen ja, verschandelt ist, aber mir macht das Spaß. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Markus Röder, wo bist du denn jetzt? Selbst sitzt hier vorne. Lieber Michael Schmidt, darf Sie alle recht herzlich im Namen des Tourismus und Gewerbevereins heute Abend begrüßen. Ansonsten würde ich die Moderation jetzt an meinen Kollegen Thomas Noll übergeben, der das jetzt weiter für mich übernimmt und durch den Abend uns leitet. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und wünsche uns allen einen schönen Abend. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Noll, ich bin der Vorsitzende vom TGV Biber und führe Sie jetzt ein bisschen durch den Abend und werde kurz den TGV vorstellen, bevor wir zu Michael kommen. Du stellst dich selber vor, Michael. Du hast ja Folien dabei, die dir live stellen und legst dann einfach los von deinem Business. Da sind wir sehr gespannt. Einmal Applaus für Thomas. Also vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier so einen kleinen Vortrag halten darf. Die Zuschauer von mir, die das Video eventuell nachher dann online sehen können, sehen das nicht. Hier sind also über 5000 Leute, die zuschauen. Bisschen übertrieben vielleicht. Also erstmal vielen Dank, dass Sie hier vorbeigekommen sind, um sich das anzuhören. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Michael Schmidt. Ich bin 50 Jahre alt und bestreite meinen Lebensunterhalt mittlerweile hauptberuflich als YouTuber. Das ist also das, womit ich tatsächlich mein Geld verdiene. Das war aber natürlich nicht immer so. Sondern ich habe ursprünglich eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann gemacht, dann die diversen Weiterbildungen durchlaufen bei der Sparkassenorganisation und bin dann irgendwann als Verbandsprüfer beim Sparkassen-Giroverband Hessen-Thüringen gelandet. Wie das halt so ist, irgendwann, wenn man über 30 ist, auf die Mitte 30 zugeht, habe ich mir überlegt, willst du immer bei der Sparkasse bleiben oder willst du auch immer dann beim Verband bleiben? Und irgendwann in 2018 habe ich dann den Entschluss gefasst, ich will mich verändern. Zunächst dachte ich, ich mache erst mal ein Jahr als Sabbatical, wo ich also nichts arbeite und einfach von Ersparnissen lebe und habe aber zu dem Zeitpunkt schon YouTube für mich entdeckt. Damals war es so, dass ich mit einem größeren YouTuber eine Elektroauto-Veranstaltung zusammen organisiert habe, den eCannonball, den gibt es heute immer noch. Ich bin zwischenzeitlich ausgestiegen, aber das war so der, wie soll ich sagen, der Kipppunkt, wo ich gemerkt habe, damit kann man Geld verdienen und kann vielleicht sogar seinen Lebensunterhalt komplett damit bestreiten. Und da habe ich mir gesagt, bevor du jetzt ein ganzes Jahr auf der faulen Haut liegst, probierst du das einfach mal mit YouTube. Und das hat sich nachher dann auch tatsächlich schnell entwickelt und ich konnte im ersten Jahr schon, ja, zwar nicht voll davon leben, aber einen Großteil des Lebensunterhalts tatsächlich schon davon bezahlen. Das, was auch hilfreich war für die YouTube-Karriere, war meine Begeisterung für Autos ganz im Allgemeinen. Und seit 2016 ungefähr habe ich mich dann auch schon für Elektroautos interessiert und da war es so, wie es bei den meisten wahrscheinlich ist, zumindest in den Anfängen von der Elektromobilität. Ich bin über Tesla aufs Elektroauto aufmerksam geworden. Hier sind auch drei Zuschauer dabei, zwei davon fahren Teslas, Tesla Model 3, Tesla Model X und der Marco ist mit dem VW e ab hier. Da auch Chapeau, Langstrecke damit ist auch nicht ganz einfach, der nimmt also immer einiges auf sich. Da, wie gesagt, hatte ich dann schon ein bisschen Lunde gerochen, was Elektromobilität angeht und das sollte ja dann auch mein Hauptthema auf dem YouTube-Kanal sein. Als ich beim Verband noch war, habe ich im Jahr bis zu 40.000 Kilometer jährlich gependelt und da auch immer halt Dieselfahrzeuge, klar, das ist für Langstrecke ja auch heute noch mit das Beste, was man nehmen kann. Da muss man auch ganz ehrlich sein. Es gibt heute ja nur wenige Elektroautos, die wirklich einen Diesel auf langen Strecken ersetzen könnte, wenn man regelmäßig Langstrecke machen muss. Wobei natürlich Langstrecke mit dem Elektroauto auch überhaupt kein Problem ist. Das, was für mich auch noch wichtig war, ist die Tatsache, dass ich beim Elektroauto halt das Auto vom Dach tanken kann, in Anführungszeichen. Das war für mich von Anfang an der größte Anreiz dabei, mich für ein Elektroauto auch zu interessieren, weil ich seit 2011 eine PV-Anlage auf dem Dach habe. Und wenn mich ein Verbrennerfahrer anspricht und sagt, Elektromobilität ist doch alles nichts, dann ist immer das Erste, was ich ihn frage, hast du schon mal dein Auto vom Dach betankt? Und das hat noch keiner hinbekommen. Und dieses Gefühl, so ein bisschen die eigene Energieversorgung in der eigenen Hand zu haben, das ist das, was die Elektromobilität in meinen Augen auch in Zukunft nochmal pushen wird. Weil wer einmal ein Elektroauto von der eigenen PV-Anlage geladen hat, der will auf jeden Fall nichts anderes mehr. Ganz unabhängig vom Auto an sich, was auch besser ist als Verbrenner. Aber da streiten sich ja die Gemüter drüber. Den Werdegang habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich habe mich nicht ganz an die Folien gehalten, aber ich bin dafür bekannt, auch unter den Zuschauern, dass ich immer ein bisschen chaotisch vorgehe. Das ist hier also auch so. Wir können die Folie fast schon überspringen, aber dieses Thumbnail, was Sie jetzt hier sehen, also die Hand auf den PVC-Fliesen, das ist mein erfolgreichstes Video. Das ist aus 2016 oder 2017. Und ich habe also damals schon Videos ab und zu online gestellt, einfach um was zurückzugeben, weil für mich ist YouTube
die größte Informationsquelle zu allen Themen, die man sich nur vorstellen kann. Also wenn man eine Waschmaschine reparieren will, man findet ein Video, wo jemand erklärt, wie man die Waschmaschine repariert, in der Regel sogar zum gleichen Modell, wie man es selber hat. Man kann sehen, welche Probleme es da gibt, etc. etc. Und ich bin dann halt hergegangen und wenn ich was Interessantes hatte, habe ich ein Video dazu einfach online gestellt. Nicht aus finanziellen Interessen, sondern einfach um zu sagen, okay, ich profitiere von YouTube und dann gebe ich auch was zurück. Weil so war ursprünglich mal die Intention der Plattform. Heute ist das ja schon ein bisschen kommerzieller. Und das Video ist dann irgendwann mal vom Algorithmus aufgegriffen worden. Und ich war da ganz erschrocken. Das war, ich meine, 2017 oder so, weil dann plötzlich an einem Tag 30.000, 40.000 Views auf das Video dazugekommen sind. Und das hatte vielleicht in einem Jahr insgesamt 300 Views gemacht. Und zunächst hatte ich Google da angeschrieben, weil ich Angst hatte, oh, irgendwas stimmt mit meinem YouTube-Kanal nicht. Und die haben gesagt, nee, das ist alles ganz normal. Und das ist also dieser Effekt, wenn Zuschauer irgendwas an dem Video gut finden oder eine bestimmte Verweildauer haben oder Daumen hoch oder interagieren in irgendeiner Form, dann kann es sein, dass YouTube das aufgreift und dann so ein Video explodiert. Und das wird heute immer noch 100 Mal am Tag ungefähr angeklickt und hat mittlerweile 650.000 Views oder so und ist mit großem Abstand das erfolgreichste Video auf meinem Kanal und auch eins der schlechtesten, das muss man ganz ehrlich sagen. Also da habe ich wirklich nur mit dem Smartphone gefilmt und auch meine Sicherheitsschuhe habe ich an, also einfach Schlappen, mit denen ich dann auch mit der Handkreissäge hier die PVC-Fliesen schneide. Also es ist wirklich, man kann es sich heute gar nicht mehr angucken. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so viele Leute sich angeguckt haben. Also es ist sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, als ehemaliger Sparkessler, gerade mit Mitte 40 zu sagen, ich wechsle jetzt rüber auf YouTube. Aber die späte Midlife-Krise, ne, sagen wir mal ein bisschen spät, ja mit Mitte 40, die hat es dann doch ermöglicht. Meine Themen auf YouTube, genau. Also ein Thema habe ich schon gesagt, das Hauptthema ist ganz klar Elektromobilität, weil ich mich für Autos richtig stark interessiere. Das ist was mich schon seit Kindesbeinen interessiert. Früher bin ich auch gefahren, wie halt so jüngere Männer fahren. Heute ist das ein bisschen besser. Ein paar Zuschauer sagen, es wäre immer noch nicht besser geworden, aber es ist schon besser geworden. Erneuerbare Energie in jeder Form. PV-Anlage, das war ein wichtiger initialer Punkt. Damals habe ich das mit einem Freund zusammen, also der hat es auf sein Haus gemacht, ich habe es auf mein Haus gemacht und wir haben halt auch vom Umfeld gesagt bekommen, das lohnt sich alles nicht, das funktioniert nicht, nach 5 Jahren ist es kaputt, die Feuerwehr löscht euer Haus nicht mehr. Also all das, was man jetzt zur Elektromobilität hört, immer wieder, das hat man damals vor 10, 15 Jahren zur PV gehört, das kann der Eugen vielleicht auch bestätigen. Der macht ja heute wahrscheinlich einen Großteil des Umsatzes auch über PV-Montage. Ne? Das ist ja jetzt das Geschäft, wo man tätig sein muss, weil das boomt ja wieder. Der Altmaier hat es also nicht geschafft, das auf Dauer zu töten, das Geschäft, um salopp zu formulieren. Technik und Gadgets haben wir gerade schon gesehen, das war der Vorführeffekt. Das war also die Haustür, irgendjemand ist und hat geklingelt und dann klingelt hier das Handy. Wie gesagt, so Gadgets interessieren mich. Und teilweise interessieren mich auch politische Themen. Auf YouTube ist es also so, man hat alles. Sie haben zu jeder politischen Ausrichtung, zu jedem Thema, egal worum es geht, ob es um Pilzezüchten geht oder Hasenzucht, Elektroautos, Modellflug, was auch immer, Sie finden zu allem was. Es gibt zu allem Videos und es gibt halt auch immer wieder Videos von, ja, politischen Kanälen, nennen wir es mal. Ich weiß nicht, ob jemandem Tichys Einblick was sagt. Dann gibt es ein Olli Redet und so weiter. Das sind in meinen Augen reine Kanäle, wo es um Polemik geht und um die Leute in Rage zu bringen, dass sie die Videos anklicken und darüber verdienen die halt ihr Geld. Wobei man auch sagen muss, ich bin natürlich auch auf Klicks angewiesen. Aber da bin ich dann auch ab und zu mal politisch und mache auch entsprechende Rant-Videos gegen solche YouTuber, wenn ich denke, da wird sehr viel an Falschinformationen verbreitet. Wobei die sicherlich sagen werden, dass ich die Falschinformationen verbreite. Das ist halt immer eine Sache des Blickwinkels. Dann auch die Herangehensweise. Thomas hat schon gesagt, er produziert Videos für Firmen. Die werden dann auf deren YouTube-Kanälen veröffentlicht. Dann kann man sich mal angucken, was es mit der Firma auf sich hat. Aber Thomas, du wirst bestätigen, da ist jetzt die Klickzahl sicherlich nicht das Ziel, ne? Sondern es geht darum, das Unternehmen vorzustellen. Und das ist halt eine andere Herangehensweise. Aber grundsätzlich als YouTuber ist immer das Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit, möglichst viele Klicks. Und mit den Klicks über Werbung verdienen Sie dann wieder Ihr Geld. Und es gibt halt verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Und ich habe mir
von Anfang an gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch nicht, also ich bin alleinstehend, ich habe keine Familie, also ich habe nicht die großen finanziellen, die große finanzielle Verantwortung. Wenn es also mal nicht so gut läuft, dann esse ich ein bisschen weniger, das funktioniert also auch. Wenn man Familie hat, hat man da bestimmt ein bisschen einen anderen Druck. Also für mich ist am wichtigsten, Glaubwürdigkeit und Spaß müssen im Vordergrund stehen, habe ich ja hier festgehalten. Und das ist auch so, weil das Wichtigste für mich ist, dass erstmal ich Spaß habe an dem, was ich mache, weil sobald es aufhört, Spaß zu machen, das habe ich im Berufsleben immer wieder festgestellt, dann überlegt man schon, was mache ich denn als nächstes? Weil keinen Spaß an der Arbeit zu haben oder an einem Hobby, das hier ist ja beides eigentlich, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Und wenn man keinen Spaß mehr hat, dann soll man es lassen und soll was anderes machen. Und immer wenn ich einen Arbeitgeber gewechselt habe oder die Abteilung bei einem Arbeitgeber gewechselt habe, das war immer nur zum eigenen Vorteil, mal wieder neue Impulse zu haben und nicht immer das Gleiche zu machen. Dann die Verwendung von Clickbait-Titeln. Wir haben jetzt hier mal so ein Video, das habe ich letztes Jahr hochgeladen, Behördenwahnsinn in Deutschland. Da muss ich sagen, das bezieht sich in dem Fall sogar auf Biber, weil ich habe eine kleine Maschinenhalle, da sitzt der Bürgermeister. Ich habe eine kleine Maschinenhalle, die ich nicht nutzen darf und mit dem Thumbnail habe ich halt wirklich viel Aufmerksamkeit gewinnen können. Das bin tatsächlich ich auf dem Bild, da hatte ich jetzt noch mal kurzfristig einen Vollbart. Dieser alte Mann darf seine eigene Halle nicht nutzen. Mit solchen Titeln kann man halt die Leute eher dazu bringen, dass sie sich ein Video anschauen. Und das hat auch über 100.000 Views in kürzester Zeit gemacht, ist also fürs Jahr 2022, ich glaube, sogar das erfolgreichste Video auf meinem Kanal gewesen. Das ist aber, wie gesagt, nicht mein Kernthema, aber an dem Thema bleibe ich auch dran. Und dieses mit Behördenwahnsinn in Deutschland, das soll auch eine Serie werden. Also da werde ich noch das eine oder andere in der nächsten Zeit bringen. Auf solche Clickbait-Titel, ich kann mich auch erinnern, ein YouTuber hat mal gemacht, am Supercharger beschissen worden oder so ähnlich. Aber dann war es so, ihm hat ein Vogel aufs Auto gekackt. Und das war dann der Clickbait-Titel, was natürlich von der Aussage her nicht falsch ist, ne? Aber die Leute natürlich sofort mich mehr angucken. Und wenn man das andauernd macht, irgendwann merken die Zuschauer das dann und sagen vielleicht irgendwann, okay, jetzt reicht's mir, das gucke ich mir nicht mehr an. Aber dieses Konzept von Clickbait ist das, was halt überall in den Medien, auf YouTube natürlich ganz besonders, angewandt wird und auch funktioniert. Die Bild-Zeitung macht das, Focus macht das. Eigentlich alle Online-Portale machen das, dass die Überschriften wählen, die bisschen irreführend formuliert sind und dafür sorgen, dass man ein Interesse entwickelt. Und wenn Sie sich dann den Artikel durchlesen, stellen Sie fest, Moment mal, ist ja eigentlich gar nicht so, wie es im Titel dargestellt wurde. Dieses Prinzip nutze ich nur ganz selten, weil ich es einfach als unseriös empfinde und ich auch glaube, dass man auf Dauer da Glaubwürdigkeit beim eigenen Publikum verliert. Dann, was mir auch besonders wichtig ist, dass ich die Zuschauer mitnehme und halt nicht, hört sich jetzt auch blöd an, als kleiner YouTuber, ne, mit 25.000 Abonnenten ist man jetzt wirklich ein sehr kleiner YouTube-Kanal. Da braucht man sich sicherlich nicht einzubilden, dass man jetzt irgendwelche Fans hat, in Anführungszeichen. Aber mir ist halt wichtig, dass ich nahbar bin im Prinzip. Also wir haben auch einmal im Jahr ein Bandtreffen, das machen wir hier in der Region. Da kommen dann auch mal 60, 70 oder 80 Leute, wenn dann die auch kommen, die sich angekündigt haben. Wenn die Zuschauer mir schreiben, kriegen sie in der Regel auch eine Antwort. Oder ich habe einen Discord, wo wir auch miteinander quatschen können, wo dann auch die Leute sich einfach treffen. Und das ist mir halt wichtig, dass ich die Zuschauer mit einbinde. Weil wenn man jetzt mal TV zum Beispiel nimmt, da haben sie keine Möglichkeit zu interagieren. Die Älteren unter uns, obwohl wir sind alle schon, alle relativ jung, also ich bin der Älteste hier im Raum, ich muss vorsichtig sein, dass ich jemanden vor den Kopf stoße. Die kennen vielleicht noch Wunschfilm, da gab es damals 3 Filme, glaube ich. Man konnte eine Telefonnummer anrufen und dann die meisten Anrufe bekommen hat, der Film wurde gespielt. Das ist eigentlich so die einzige Art der Interaktion, die beim Fernsehen möglich ist. Und wenn Sie auf YouTube zum Beispiel einen Livestream machen, dann haben Sie auch immer die Möglichkeit, mit dem Chat zu interagieren. Das heißt, die Zuschauer können was schreiben, sie können direkt im Livestream darauf reagieren. Und das sind halt die Aspekte, die mir bei YouTube bezüglich der Zuschauer am wichtigsten sind. Und dann habe ich hier auch noch aufgeführt, man kann es lesen, Einnahmen kommen mit der Zeit von alleine. Und diese Annahme von mir, die ich am Anfang hatte, die hat sich bestätigt. Also die Zuschauer honorieren das, wenn man sie ernst nimmt und nicht irgendein X für ein U vormacht. Ich mache zum Beispiel auch Werbung ab und zu auf meinem Kanal, dann ist das aber auch so gekennzeichnet, dass es jeder erkennt. Das ist auch nicht bei jedem YouTuber so, dass man immer direkt Verknüpfungen oder Abhängigkeiten erkennen kann. Das ist mir also wichtig. Und also ich kann ein Beispiel nennen, gibt es auch ein Video von mir online. Letztes Jahr gab es das erste Mal die THG-Quote für Elektroautos, also für diejenigen, die noch kein Elektroauto fahren. Sie haben die Möglichkeit, ein Zertifikat, was mit jedem Elektroauto verbunden ist, bei einem Online-Portal anzumelden oder Ihr Auto da anzumelden und der
verkauft dann dieses Zertifikat an zum Beispiel die Ölindustrie oder ähnliches und dann bekommen sie, letztes Jahr waren es bis zu 400 Euro, dieses Jahr ein bisschen weniger, weil wir mehr Braunkohlestrom produzieren, aber es sind auch noch so um die 300 Euro, die da gezahlt werden. Und da haben in meinem Fall über, also gibt es dann so einen Referral-Link, das kann dann dem YouTuber zugeordnet werden und dann bekommen sie pro Vermittlung einen Betrag X. Und ich habe im Jahr 2022 1400 dieser Abschlüsse gemacht. Und das war für mich selbst total überwältigend zu sehen, wie die Zuschauer darauf reagiert haben. Und das sind über 40.000 Euro nur an Provisionen zustande gekommen durch die Vermittlung der THG-Quote. Und das ist das, was ich damit meine. Einnahmen kommen von ganz alleine, weil ein Zuschauer, der sich ernst genommen fühlt und auch Themen hat, die ihn interessieren und der einen auch halbwegs sympathisch findet, der wird auch eher mal bereit sein, in so einem Fall zu sagen, komm her, da mache ich das über den Michael, da hat er ein bisschen was verdient. Und den Zuschauer kostet es nichts und er kriegt sogar noch Geld fürs Elektroauto. So, dann kommen wir ein bisschen zu den Schattenseiten des YouTuber-Daseins. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatischer an, als es in Wirklichkeit ist. Also wir haben hier jetzt mal ein Foto von einem Auto. Das hat die Osthessen Blöd, nenne ich sie nur, hat das veröffentlicht. Die haben also aus einem Wildunfall, den ich mit einem Testwagen hatte, muss zugeben, ich war relativ flott unterwegs mit dem Auto, aber auf trockener Fahrbahn, gute Sicht, gerade Autobahn. Also ich habe dann auch direkt die Autobahnpolizei informiert, die waren direkt da. Also ich habe keinen Strafzettel oder irgendwas bekommen. Die haben ganz klar gesagt, da konnten sie nichts machen. Es sind also zwei Wildschweine über die Autobahn gelaufen. Rechte Spur eine Wildsau, linke Spur eine Wildsau und eine habe ich halt abgeräumt. Das ist tragisch, keine Frage, aber es passieren jedes Jahr so 30.000 Wildunfälle in Deutschland. Und ich habe mir gedacht, Mensch, du hast deinen ersten Wildunfall in über 30 Jahren Autofahrerleben und dann wird das so aufgeblasen. Also die Osthessen News hat das so dargestellt als, ja, ich weiß nicht, als wäre John F. Kennedy erschossen worden. Und wie gesagt, sie haben dann noch hier präsentiert, sie haben das Auto gefunden, das Wrack, das Unfallwrack. Dabei stand das ganz normal beim Händler halt auf dem Hof. Ne? Das war überhaupt nichts, was irgendwie interessant wäre, aber so arbeiten halt diese Medien, diese bildzeitungsmäßigen Online-Portale, wie jetzt zum Beispiel aus Hessen News, zumindest nehme ich sie so wahr, versuchen da eine Sensation aus was zu machen, wo es eigentlich gar nichts zu sehen gibt. Weil es war auch niemand involviert, es war also ein Alleinunfall und wie gesagt, kein Bußgeld, keine Ermahnung, gar nichts. Also auch die Autobahnpolizisten haben da nichts Ehrenrühriges sehen können. Das, was halt auch ein bisschen schwierig ist, zu vermitteln, dass es auch für einen YouTuber so eine gewisse Privatsphäre gibt. Man ist regelmäßig im Wohnzimmer zu Hause, dann auch in den Livestreams. Man kann mit dem YouTuber auch unter Umständen sprechen über Discord. Und dann haben halt manche Zuschauer vielleicht das Gefühl, sie können auch mal zu Hause vor der Haustür auftauchen. Und das ist halt was bei mir auch schon vorgekommen ist. Gott sei Dank nicht oft. Aber das sehe ich schon als Schattenseite, weil man will ja auch irgendwo seinen Privatbereich. Und wenn Sie jetzt einen Zahnarzt haben, werden Sie wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, da einfach mal vorbeizufahren, um Hallo zu sagen bei dem zu Hause. Das, wie gesagt, ist nur ganz selten vorgekommen, waren auch immer nette Zuschauer, die waren immer ganz lieb, aber trotzdem ist es für mich halt, das ist auf jeden Fall ein negativer Aspekt. Wobei ich da jetzt auch das möglichst oft betone, dass die Zuschauer wissen, also bei mir zu Hause ist es tabu, weil das ist einfach privat. Genau, dann zum Thema YouTube. Der Thomas hat schon gesagt, das ist eins der größten Plattformen überhaupt. Und die Zuwachszahlen sind Wahnsinn, die YouTube jedes Jahr hinlegt, wobei offizielle Zahlen gibt Google gar nicht so richtig raus, also auch wie viel sie damit verdienen. Angeblich machen sie noch Verlust mit YouTube, ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil die Anzahl an Views, die generieren, ist einfach der Wahnsinn. Und wenn sie dann sehen, Fernsehen beäugt YouTube und auch andere Streaming-Services besonders kritisch. Die Mitarbeiter, die in den klassischen Medien tätig sind, die werden immer versuchen, gegen YouTube zu schießen. Die werden immer versuchen zu sagen, das ist unseriös etc. etc. Einfach, um die eigenen Pfründe zu sichern. Aber für TV in meinen Augen, das ist durch. Die jungen Leute gucken gar kein Fernsehen mehr. Das ist eher unsere Generation, die noch regelmäßig vorm Fernseher sitzt. Und die Einschaltquoten beweisen das ja auch. Wetten das, wenn ich daran denke, als ich jung war, 25 Millionen Zuschauer war da gar nichts. Und ja, in den letzten Jahren, wo Wetten das noch lief, was haben die dann gemacht? 5-6 Millionen, vielleicht mal 7 Millionen. Und da sieht man schon, dass das ganze Thema deutlich nach unten geht und die sozialen Medien, denen gehört die Zukunft. Welches Portal das dann in 10 Jahren ist, das weiß heute niemand. Also es kann auch sein, dass YouTube in 10 Jahren keine Rolle mehr spielt, weil das so unwahrscheinlich schnell sich verändert und sich so schnell entwickelt. Auch TikTok, ich weiß nicht, ob das jemandem von Ihnen was sagt, das ist so ein Kurzvideo-Plattform und ich verstehe diese Plattform überhaupt nicht.
Da werden also Videos eingestellt, die sind 10, 15 Sekunden lang, da tanzt jemand und dann sind das 30 Millionen, 40 Millionen Aufrufe. Ich bewundere das und bin auch neidisch, beäuge das auch neidisch, aber ich kann mit der Plattform nichts anfangen. Also wenn das TikTok, YouTube komplett ablösen sollte, dann muss ich mir wieder einen richtigen Beruf oder einen richtigen Arbeitsplatz suchen. Dann die Frage, ob sich Anzeigen in klassischen Medien lohnen. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, für den einen oder anderen Selbstständigen hier, falls da jemand da ist, ganz interessant. Aus meiner Sicht muss man als Gewerbetreibender sehr gut überlegen, ob man jetzt in einer Zeitung wie der Fulderer Zeitung wirklich noch große Anzeigen schaltet, weil man wirft eigentlich einen großen Betrag in den Raum und weiß gar nicht am Ende, wie viele Leute haben jetzt überhaupt meine Anzeige gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten die Fulderer Zeitung hat, vielleicht 20.000, ich kann es nicht genau sagen. Und sie schalten jetzt eine einseitige Anzeige, die kostet bestimmt auch vierstellig, 2.000, 3.000 Euro vielleicht, ich kann es nicht genau sagen, ich schätze jetzt einfach mal nur. Und am Ende, ob das einen großen Ertrag für sie bringt, weiß man nicht. Aber wenn man regional natürlich jemanden erreichen will, dann kommt man auch an der Fulderer Zeitung natürlich auch nicht vorbei, das ist mir auch klar. Oder auch an einem Online-Portal wie Osthessen News. Da wird man auch nicht dran vorbeikommen, weil die halt regional, online und wahrscheinlich viele Zugriffe haben. Aber vom Prinzip her, wenn Sie deutschlandweit jemanden erreichen wollen, ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn der Eugen vorhätte, er will zukünftig deutschlandweit PV installieren, dann macht das auf jeden Fall Sinn, auch YouTube zu nutzen, um dort Anzeigen zu schalten. Und man kann das ja auch regionalisieren. Man kann ja auch sagen, in dem Postleitzahlengebiet sollen die Anzeigen erscheinen. Also wenn ich Gewerbetreibender wäre, ich würde es immer vorziehen, regional Anzeigen zu schalten, Google Ads gibt es ja da zum Beispiel, oder auch auf Facebook kann man das machen, als noch eine Anzeige in der Zeitung zu schalten. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber da haben Sie dann auch entsprechende statistischen und analytische Daten und können wirklich nachvollziehen, wie ist meine Anzeige denn angekommen, wie viele Klicks hat sie generiert, wie viele Leute sind auf meine Internetseite gekommen etc. Und das alles haben Sie vielleicht in abgeschwächter Form auch bei Zeitungsanzeigen, aber lange nicht im Detail und Sie können nicht wirklich beurteilen, war jetzt meine Anzeigenkampagne erfolgreich oder nicht. Wenn ich jetzt was zu entscheiden hätte, ich würde tatsächlich versuchen, vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal aktiv zu betreiben, wobei man da halt auch sagen muss, man muss bereit sein, da Arbeit reinzustecken, man muss einen Mitarbeiter dafür eigentlich abstellen, weil das viel Arbeit ist und man braucht halt auch eine Idee, wie man das Ganze gestalten will. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel die Autolackiererei Jürs. Das ist ein Lackierer in Norddeutschland. Der hat vor 3 oder 4 Jahren hat er angefangen mit einem YouTube-Kanal und hat sich auch direkt einen YouTuber geschnappt, der relativ bekannt ist und hat es geschafft, eine richtige YouTube-Marke aufzubauen und hat auf Tesla-Kunden gesetzt und es kommen Tesla-Kunden aus dem ganzen Dachraum und lassen ihre Autos bei ihm versiegeln oder lackieren oder reparieren. Der hat es also wirklich geschafft, den YouTube-Kanal als Werbeplattform zu nutzen. Der Chef selbst ist aber auch super aktiv, was das angeht. Und man muss natürlich da auch ein bisschen Rampensau sein, weil wenn man keine Lust hat, Videos zu machen und sich vor die Kamera zu stellen, ist das natürlich auch nicht das Richtige. Und ansonsten würde ich halt wirklich auf Facebook setzen, Instagram, Google Ads, solche Geschichten machen. Ich würde wahrscheinlich, muss ich ehrlich zugeben, in der Zeitung würde ich, je nach Publikum, was man halt auch hat, ist auch wieder klar, aber da würde ich eher weniger inserieren oder auch diese Markkorb oder was. Gibt es den Markkorb eigentlich noch? Den gibt es noch. War eine ernst gemeine Frage, weil ich habe ganz klar gesagt, ich will keine Werbung, ich will auch nicht mehr diese Fulda aktuell, die gibt es glaube ich nicht mehr, ne? Die sind eingestellt. Für mich wäre das nicht das Richtige, aber ich weiß auch, dass das immer noch Leute nutzen. Aber ich gehe davon aus, dass es wirklich die ältere Generation ist, die noch in Prospekten wühlt. Und die Leute bis 30, ich glaube nicht, dass die noch Marktkorb nutzen und die Prospekte sich da angucken. Also für mich wäre online da immer ganz klar vorzuziehen. Elektroautofahrer als Kunde, das war auch sowas, was der Thomas in den Raum gestellt hatte, dass wir darüber auch mal sprechen. Was erwarten Elektroautofahrer vom Einzelhandel? Ich war ursprünglich mal der Überzeugung Typ-2-Lader. Davon bin ich aber komplett abgegangen, weil ich an meinem eigenen Verhalten gemerkt habe, wenn ich 10, 15 oder 20 Minuten in den Laden gehe, ich schließe mein Auto nicht an eine Typ-2-Ladesäule an. Für diejenigen, die sich mit Elektroautos nicht so gut auskennen, Typ 2 ist das langsame Laden, AC, also Wechselstrom. Da kann man bei den meisten Autos maximal mit 11 kW laden. Es gibt aber, die können 22 kW, das sind aber die wenigsten. Und da lohnt es sich nicht, für 20 Minuten das Kabel aus dem Kofferraum zu kramen, anzustecken, dann regnet es vielleicht noch und nach 20 Minuten hat man dann 3-4 Kilowattstunden drin und das reicht dann vielleicht für 20-30 Kilometer zu fahren. Ja?
Und deshalb ist meine persönliche Meinung, das, was wir hier sehen, das ist eine Numbat-Ladesäule von Tegut. Und das, was die machen, finde ich richtig super. Ob sich das dann durchsetzt in Zukunft, weiß im Moment auch keiner. Aber das, dem messe ich ein großes Potenzial bei. In diesen Ladesäulen ist ein Akku, der ist, ich glaube, 80 Kilowattstunden, nee, war der sogar, nee, 200 Kilowattstunden groß, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt also, da können Sie, wenn Sie vier Elektroautos fast vollladen, die können Sie allein aus dem Akku praktisch versorgen. Und diese Ladesäule liefert aber trotzdem Ladeleistung von bis zu 350 kW. Also es ist wirklich eine Ladesäule mit einer hohen Ladeleistung, wo auch Autos, die sehr schnell laden können, die volle Leistung ausnutzen können. Und Sie brauchen aber keinen teuren Netzanschluss, sondern das läuft über einen 32 Ampere Anschluss. Da geht es, glaube ich, schon los. Und der Akku wird halt immer mit Strom versorgt, langsam mit geringer Leistung. Und wenn ein Elektroautofahrer kommt, kann der trotzdem hohe Leistung aus dem Akku praktisch anfordern. Und so hat man geringe Kosten. Man kann auch noch netzdienlich die Ladesäule laden. Man kann also auch sagen, okay, über Nacht haben wir jetzt sehr günstigen Strom. Dann kann man theoretisch auch sagen, wir laden jetzt Strom aus dem Netz in den Akku rein, weil es billig ist, und verkaufen dann wieder aktuell einen Numbat 55 Cent für Ad-Hoc-Lader, also Leute, die einfach hinkommen und mit der EC-Karte zahlen wollen. Und wenn man über Nacht für 10, 15 Cent den Strom eingekauft hat, ist das natürlich eine super Sache. Und was auch noch in Zukunft mit solchen Säulen möglich sein wird oder vielleicht jetzt auch schon praktiziert wird, ist Netzstabilisierung. Das heißt, wenn im Netz hohe Leistung abgefordert wird, dann kann aus dem Akku auch wieder Strom ins Netz eingespeist werden, um da ein bisschen die Spitzen zu glätten. Und umgekehrt, wenn zu viel Strom da ist, das habe ich ja schon gesagt, dann ist natürlich der Strompreis auch niedrig, dann kann man wieder Strom in den Akku reinladen. Und weil das mit relativ geringem Aufwand installiert werden kann, sehe ich in solchen Ladesäulen eher die Zukunft, weil wenn ich da mein Auto anschließe und 20 Minuten geladen habe, dann habe ich locker wieder 200 Kilometer, 150 Kilometer ungefähr nachgeladen. Und wenn jetzt jemand zu Hause nicht laden kann, Elektroauto hat, einmal die Woche zum Tegut hier nach Dibbertz fährt und das Auto anschließt, dann hat er eigentlich für die Woche den Strom im Auto drin, hat gleichzeitig den Einkauf erledigt und dann geht auch Elektromobilität für Leute, die zu Hause nicht laden können, also für Laternenparker. Was erwartet ein Elektroautofahrer von der Gastronomie? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage. Da sehe ich es wieder genau andersrum. In einem Lokal sitzt man auch mal 2 Stunden, vielleicht auch mal 2,5 Stunden zum Abendessen. Ja, man quatscht ein bisschen, trinkt noch ein bisschen was. Da kann schon ein Typ 2, eine Typ 2 Ladesäule, ein Typ 2 Anschluss ausreichend sein, dass man als Elektroautofahrer sagt, Punkt A, ich fahre dahin, weil ich laden kann, und Punkt B, ich schließe mein Auto auch an. Und das kann in Zukunft dann auch schon ein Faktor sein, wo wenn 2, 3 Elektroautofahrer sich treffen zum Abendessen, dass sie sagen, kann ich da auch laden? Ach, guck mal, der hat Typ 2 Ladesäulen, dann fahren wir dahin. Das könnte also in Zukunft durchaus auch ein Faktor sein, der den Umsatz beeinflusst. Ne? Also das ist was man als Gastronom auf jeden Fall im Auge halten sollte. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was erwartet ein Elektroautofahrer von Hotels? Und da ist die Lösung in meinen Augen noch viel einfacher als das, was immer beratenderweise den Hoteliers nahegelegt wird. Es gibt hier in der Gegend einige, die haben Tesla Destination Charger, heißen die, glaube ich. Das heißt, die sind lokal, auch ganz normal 11 kW Ladeleistung oder bis zu 22 kW. Die stellt auch Tesla dort zur Verfügung. Aber ich würde noch einen Schritt nach unten gehen und würde sagen, es reicht eigentlich so ein Campingstecker oder auch eine hochwertige 230 Volt Steckdose, wo man mit einem sogenannten Notladeziegel ein Elektroauto mit 2 kW, 3 kW Leistung über Nacht wieder ziemlich voll bekommt, weil im Hotel da übernachte ich ja. Es ist Punkt A für den Hotelier ein sehr geringer Aufwand. Also das ist finanziell überhaupt kein Problem. Das fällt hinten runter bei den sonstigen Kosten. Und man belastet auch das Netz nicht sonderlich. Die Autos, ne, wenn da 3 Autos stehen, die laden dann mit 6 kW zusammen. Das sollte jeder Hotelanschluss auch hergeben. Und man hat wieder einen Bonuspunkt bei den Elektroautofahrern. Man kann nämlich in den Online-Portalen dann zum Beispiel sagen, wir haben Lademöglichkeiten, und dann wurde ich auch schon angesprochen, wie würdest du es mit dem Abrechnen machen, weil das ist auch ein bisschen tricky mit Zählern und geeicht und so weiter. Ich würde da gar nichts abrechnen. Ich würde sagen, wie viel willst du ungefähr nachladen, weil das wissen die Elektroautofahrer in der Regel. Und wenn der sagt, will 30 Kilowattstunden nachladen, würde ich sagen, okay, du hast eine Parkpauschale von 5 Euro über Nacht für den Parkplatz. Und dann wäre das Ding für mich gegessen und der Strom ist dann ein Service vom Hotel.
Und das ist für mich, für Hotels eigentlich das Einfachste, um Elektroautofahrer wirklich abzuholen und zu sagen, die übernachten bei uns. Wir hatten jetzt auch das erste österreichische Benetarier-Treffen. Also Ben ist Breaking Electro News und Benetarier sind die Hardcore-Zuschauer, so nenne ich sie zumindest. Und da hatten wir auch eine Ladesäule beim Hotel. Der Portier konnte nicht sagen, wie viel das Laden kostet, wusste nicht genau, wie es funktioniert. Und hat gesagt, ja, ist alles ganz billig, alles kein Problem. Und dann gab es irgendwie eine Karte, die hat er dann doch rausgegeben und einer der Zuschauer hat auch geladen und sollte nachher pro Kilowattstunde über 70 Cent bezahlen. Und das sind halt Sachen, die schrecken dann die Leute wieder ab. Ich habe an dem Hotel keine einzige Kilowattstunde geladen. Und deshalb, ich finde es wichtig, zumindest jetzt im Moment auch das Laden für Elektroautos bei Hotels nicht als Ertragsmöglichkeit zu sehen, sondern als Werbemaßnahme, um Elektroautofahrer wirklich gezielt ins Hotel zu holen. Und nochmal, 230 Volt Anschluss reicht vollkommen. Die blauen Campingdosen, die sind üblich, da ein Adapter mit dazu und dann kann jeder Elektroautofahrer sicher laden. Meine Empfehlung, kleine Investition, große Wirkung, laden an der Steckdose. Aha, da habe ich sogar noch meine eigene Folie mit dazu, habe ich ausgeführt. Ist also meine Überzeugung, in Hotels brauche ich keine, natürlich mahnen jetzt viele Typ-2-Ladesäulen, keine Frage, weil es auch jetzt nicht der Riesenaufwand ist. Aber brauche ich es wirklich, um Hotelgäste ins Hotel zu loggen, sage ich nein, eine Steckdose reicht aus. Jetzt noch die Frage, wo die Reise hingeht, also für mich und auch für die Politik, egal ob das auch, ob jetzt wir unsere jetzige Regierungskonstellation in 3, 4 Jahren noch haben, es führt keinen Weg mehr dran vorbei und es wird niemand die Uhr zurückdrehen. Die Zukunft ist elektrisch und das ist nicht nur im Bereich Mobilität der Fall oder im Schwerlastverkehr. Auch dort werden Akku-LKWs nach meiner Überzeugung, das muss man natürlich noch abwarten, die werden die Oberhand behalten gegenüber Wasserstoff-LKWs. Und auch was das Thema Heizen angeht, gerade ist das Thema Wärmepumpe in aller Munde, das wird kommen, das wird man nicht vermeiden können. Und auch die Netze, worüber immer wieder gesprochen wird, die können das im Moment natürlich nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also ich hatte auch mal ein Gespräch mit ABB-Spezialisten, da haben wir eine Stunde miteinander gesprochen zu dem Thema. Die sagen auch, das ist technisch alles überhaupt kein Problem. Man muss jetzt halt irgendwann mal anfangen und muss investieren und muss sagen, wir machen das jetzt, wir legen uns darauf fest und dann ist das alles auch machbar. Wie gesagt, nicht irgendein YouTuber, der da quatscht, es gibt ja auch YouTuber, die reden dann vom Blackout und so weiter, sondern echte Experten, die sitzen auch in Normungsausschüssen, sind also auch dafür verantwortlich, Standards festzulegen zum Laden auch. Die arbeiten an einem Ladestecker für LKWs mit Akku, der dann 3 Megawatt liefern soll. Also es ist eine unfassbare Leistung, was dann auch in Akkus von LKWs direkt reingeladen werden soll. Also an Elektro führt in meinen Augen kein Weg vorbei und das auch nicht nur wegen dem ökologischen Aspekt. Der dürfte mittlerweile jedem klar sein. Es war damals auch die Diskussion Photovoltaik. Was passiert dann, wenn die Module entsorgt werden müssen mit den Rohstoffen? Die müssen im Prinzip, ja, wann müssen die entsorgt werden? Also die ältesten PV-Anlagen sind jetzt 50 Jahre alt, glaube ich, die ersten Testanlagen. Und wenn ich jetzt meine Anlage sehe, die ist seit 2011, also seit 12 Jahren auf dem Dach. Und ich habe jetzt das Rekordjahr war letztes Jahr, das war das beste Jahr und ich gehe davon aus, die PV-Module bei mir am Dach, die werden in 30 Jahren immer noch funktionieren. Und die unfassbare Energiemenge, die in der Zeit erzeugt haben, da spielt die Entsorgung überhaupt keine Rolle. Und es gibt heute auch schon entsprechende Recycling-Verfahren, die halt noch nicht im großen industriellen Stil aufgebaut sind, weil es sich halt nicht lohnt. Es gibt zu wenig an Material, was man recyceln könnte. Und das gleiche Problem ist es halt auch bei den Akkus. Die gehen halt einfach nicht kaputt. Egal, was in den Medien erzählt wird. Ich habe einen Zuschauer, den Marc, der hat einen Hyundai Ioniq mit ganz kleinem Akku immer nur schnell geladen. Der hat jetzt 340.000 Kilometer mit dem Auto runter. Der Akku ist nicht das Problem. Das Auto fällt drumherum so langsam ein bisschen auseinander. Aber der Akku und auch der Elektroantrieb, das sind die unkritischsten Bauteile, was das angeht. Dann Photovoltaik, klar, habe ich schon gesagt, ist für mich auf jeden Fall die Zukunft. Ich liebe meine PV-Anlage. Ich gucke jeden Tag 4, 5 Mal in die App und schaue mir an, wie viel Strom ich erzeugt habe. Also das macht süchtig, das ist wie ein Hobby. Ich habe mir jetzt auch noch 2 Inselanlagen bei mir zu Hause aufgebaut mit kleinen Powerstations, noch ein paar PV-Module. Da werde ich auch schon veralbert online, weil mein Haus jetzt mit PV-Modulen ein bisschen ja, verschandelt ist. Aber mir macht das Spaß. Was schöner ist und einfacher ist und wo es jetzt auch eine Petition gab mit über 100.000
Leuten, die dafür abgestimmt haben. Das war jetzt auch ein Bundestag-Thema. Das sind Balkonkraftwerke, das soll es Vereinfachungen geben. Das heißt, dass das als essentielle oder wichtige Infrastruktur auch angesehen wird. Man braucht dann nicht mehr den Vermieter zu fragen, darf ich ein Balkonkraftwerk bei mir ans Geländer machen, sondern dann macht man einfach, sollen dann bis zu 800 Watt ins Netz eingespeist werden können. Und das ist dann auch was, wo jeder für sich selber oder die meisten zumindest, also auch Mieter, mal an dieser erneuerbaren Energie am eigenen Leib mit erfahren können, wie das funktioniert. Und auch diese Balkonkraftwerke sind für mich so eine Einstiegsdroge, neben dem Effekt, dass man natürlich Energie damit gewinnt, man kann die eigene Stromrechnung reduzieren, kommt halt noch mit dazu, dass man einfach mal sieht, jetzt scheint die Sonne, mein Kühlschrank läuft übers Balkonkraftwerk, mein E-Herd läuft vielleicht auch noch übers, na gut, das wird vielleicht ein bisschen viel, aber mein TV läuft noch übers Balkonkraftwerk und der Computer auch noch. Und dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Und dann steigt auch die Akzeptanz, wenn man sieht, ach guck mal, das funktioniert ja völlig problemlos. Damit kann ich ja wirklich meine Rechnung senken und technisch ist es überhaupt kein Problem und es geht nichts kaputt. Also es ist ein No-Brainer eigentlich, sich auch ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Inselanlage hatte ich schon. Das ist, wie gesagt, mein aktuelles Hobby. Ob das dann finanziell Sinn macht, muss man mal abwarten, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn man sich eine Modelleisenbahn aufbaut, geht es ja auch nicht um jetzt Ertrag zu erzielen, sondern einfach um Spaß zu haben. Und das macht mir persönlich einfach Spaß. Ja, also das war jetzt von meiner Seite aus erstmal, ich weiß, wieder ein bisschen chaotisch, ein bisschen quer durch den Garten, aber so ist das bei mir. Die Zuschauer kennen das schon. Wenn Sie jetzt Fragen haben oder wenn irgendwas unklar war, dann stehen wir natürlich auch noch, der Thomas sicherlich auch, für Fragen zur Verfügung. Und wenn es um PV geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Eugen vielleicht das ein oder andere beitragen kann.